Ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Ihr seht, ich habe mich mit 300.000, also 9 Kämpfen ungefähr, doch etwas gestärkt. Und ich habe mich auch um die Ausrüstung gekümmert. Ich habe Lightning schon mal mit 2 voll ausgerüsteten Engelskronen ausgestattet. Die brauche ich zwar momentan noch nicht, aber die werden mir im Endkampf später eventuell noch Dienste leisten. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Und ich kämpfe mich jetzt nicht durch das komplette Gebiet, weil da warten, ich habe mir es ja angeguckt, da warten 3 ganz schreckliche Kämpfer auf uns. Ich werde allerdings hier links eine alternative Route wählen, wo ich theoretisch nur gegen hier einen einzelnen Vladislaus kämpfen muss, beziehungsweise ich kann auch an ihm vorbeilaufen, der wehrt sich nicht. Im Gegensatz dazu sieht man hier unten einen Vladislaus und einen Psychom-Dingsbums, die Typen mit der MPA-Aktivierung da. Das ist nicht unbedingt viel schwerer als hier der einzelne Vladislaus. Man muss sich halt zuerst um den Psychom-Typ kümmern und kann dann loslegen. Auf der anderen Seite wartet, ich hoffe, genau da oben sieht man es, noch ein Bandersnatch und ein Jugger-Dingsbums. Die Namen, ich kann mir sie nicht merken. Warten eben auch noch auf uns und ich schätze, an denen kommen wir nicht so einfach vorbei. Das wird ein langwieriger Kampf, beziehungsweise das würde ein langwieriger Kampf werden und das möchte ich mir an dieser Stelle einfach sparen. Außerdem kann man sich hier, wie gesagt, bei diesem Vladislaus, und gegen den kämpfen wir jetzt auch nochmal, um zu zeigen, wie stark ich mittlerweile geworden bin. Man kann sich, wie gesagt, bei diesem einen Vladislaus hier doch ziemlich gut hochleveln. Ups, nee, falsch. Entschuldigung. Das einzige Problem, wo ich hier bei dem Kampf noch darauf hinweisen wollte, wie man es gerade gesehen hat, wenn man zu früh umschaltet, damit Vanille heilt, kann es gut sein, dass sie zuerst Medica einsetzt, statt das so wichtige Vitra. Quatsch, Viga. Vitra? Egal. Eben statt die Heilmagie zu nutzen. Und das ist schon ungünstig, weil die Zeit, die Vanille braucht, um dann nochmal zu heilen, oder die Zeit, die Lightning braucht, um zu heilen, ist Zeit, die man in dem Fall nicht hat. Sollte nämlich die Ausmerzung tatsächlich fatal sein und Snow oder wer auch immer euer Verteidiger ist, mit einem einzigen KP bzw. TP dann noch da stehen, da habt ihr nicht die Zeit, noch zu warten, bis irgendwer nochmal heilt. Dann geht es wirklich um Sekunden. So sollte es laufen, weil wenn der Vladislaus, was er häufig macht, recht schnell wieder angreift und dann zieht er trotzdem, wie ihr gerade gesehen habt, bis zu 3000, wenn nicht sogar etwas mehr ab. Und so schnell kann Lightning allein schon mal gar nicht heilen. Geschweige denn Vanille, wenn sie vorher Medica eingesetzt hat. Von daher ist es ganz wichtig, hierauf zu achten. Ansonsten sind wir mittlerweile relativ stark. Also ich dürfte nach diesem Kampf, beziehungsweise nach dem nächsten Bosskampf, dürfte ich mindestens eine, also bei Lightning habe ich definitiv 2 Stufen so weit ausgebaut, wie ich kann. Bei Vanille und Snow ist es nicht ganz so einfach, aber die stehen definitiv nicht schlecht da.
So, und ansonsten hoffe ich mal, dass ich den Kampf jetzt nicht völlig versaue und euch tatsächlich auch zeigen kann, dass er um einiges schneller vorbei ist. Wobei es natürlich immer mal wieder passieren kann, dass die KI oder man selbst eben einen Fehler macht und der Verteidiger deswegen stirbt. Das sollte man tunlichst vermeiden, aber es kann eben ab und zu mal passieren, wenn man zu früh auf, wie in dem Fall, zu früh wechselt und die Heilerin dann zuerst Medica einsetzt und dann haut der Vladislav wieder drauf und Vladislaus wieder drauf. Und so kommt es eben dann teilweise dazu, dass der Verteidiger stirbt und man ein bisschen panisch rumklickt, aber... Wie gesagt, ich denke, ich bin mittlerweile stark genug, um den hier wirklich problemlos platt zu machen. Auf den Verteidiger kann ich natürlich nicht verzichten, weil nach wie vor ohne Verteidiger ist man bei der Ausmerzung mit einem Schlag K.O. Und wenn es dann eben Lightning trifft, tja, dann war's das. Ansonsten schauen wir hier mal weiter und ich hoffe... Muss ich ganz ehrlich sagen, ich nutze hier jetzt vor allem mal das Eternicum, um die Meta-Punkte aufzufrischen. Oder, ja, nutze ich. Ich kriege nämlich notfalls vor dem Bosskampf noch eins. Und ich setze hier vor allem den Blender ein, weil ich hoffe, dass ich durch die hier durchkomme, ohne gegen sie kämpfen zu müssen. Weil drei von denen ist eindeutig zu viel. Also mit einem komme ich klar, mit zweien vielleicht auch noch, aber drei könnte echt gefährlich werden und darauf kann ich durchaus verzichten. Deswegen renne ich mit dem Blender einfach mal da hinten zum Bosskampf hin und stufe mich. Ich wollte es eigentlich nach dem Bosskampf machen, aber ich glaube, es ist mir tatsächlich lieber, wenn ich das jetzt mache. So, damit ist Lightning nämlich fertig mit Brecher- und Verheererrollen, wobei hier natürlich noch ein paar Fähigkeiten fehlen, die ich auf dem Weg, das erklärt auch, warum sie schon fertig ist, die ich auf dem Weg ignoriert habe. Ich werde die jetzt nicht suchen. Ich meine, ich habe sie hier alle. Da ich Lightning allerdings nicht als Verheerer nutze, gucke ich lieber, dass ich ihr hier noch ein paar nützliche Sachen wie mehr TP oder Magie oder sowas gebe. Auch wenn ich das immer so elend fehle, wenn hier 800 Kristallpunkte oder sowas fehlen. Das ist so bitter. Auf der anderen Seite kann ich mit Snow durchaus was anfangen. Also mit der Verheererrolle von Snow. Hier fehlen auch wieder... weniger Kristallpunkte. Vanille hat die Heilerrolle fertig und ist bei der Verheererrolle auch ganz gut dabei. Hier gucke ich auch mal, dass er noch ein paar Trefferpunkte kriegt. Schade, dass ich die zwei... Doch, ich kann die 200 hier noch mitnehmen. Ah, sehr schön. Ja, so viel dazu. Ausrüstung habe ich, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen aufgestuft. Hier ein Chaos-Schwert, Level 27, der Adamantreif. Bei ihm habe ich den Kampfzirkel Stufe 20, zwei Goldarmreife und die Kraftfäustlinge, weil ich sonst nicht gewusst habe, was ich ihm geben soll. Und ich habe hier das Magier-Signum, den Diamantreif und den Goldarmreif, um die etwas schwächelnden Trefferpunkte auszumerzen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, untersuchen wir die Statue hier und widmen uns dem vermutlich einfachen, aber langwierigen Bosskampf von diesem Part. Nämlich, das dürfte eine stärkere Version des Stolzrobo sein. Und wenn ihr euch an den Stolzrobo erinnert, der war nicht unbedingt schwer, er war nur sau nervig. Deswegen nutze ich hier, ich habe drei Analysatoren.
Das heißt, ich nutze hier jetzt noch Analyse, das macht nichts. Und ansonsten, ja, hauen wir mal drauf, ne? Würde ich sagen. Er hat ja immerhin nur 4 Millionen Trefferpunkte, das ist ja... Wow. Also ihr seht, Snow kommt da wirklich sehr gut zurecht. Ich könnte theoretisch wahrscheinlich auch den Blitzschlag verwenden. Aber ich weiß nicht, ich will irgendwie kein Risiko eingehen. Auf der anderen Seite nervt mich schon, dass das hier so ewig dauert. So, gefällt mir das schon besser. Im Schockzustand werden wenigstens auch ein paar Trefferpunkte abgezogen. Das Problem war eben jetzt, wie gesagt, nur, dass er eben nicht nur Snow angegriffen hat, der als Verteidiger mit den Frostgranaten recht gut klarkommt, sondern auch Vanille und mich und mit den Frostgranaten auch so Sachen wie die Verlangsamung bewirkt. Was halt auf der anderen Seite wieder recht nervig ist. Deswegen ist es vielleicht tatsächlich eine gute Idee, hier einfach als Verteidiger mal stehen zu bleiben. Ich möchte keine Expertentipps geben, weil dafür habe ich echt keine Ahnung. Aber wir kriegen den Shock Impact und ziehen damit 67.000 bzw. 66.500 ab. Und nach dem Schockzustand ändert er hier seine Form. Wenn wir in dieser Form nochmal schocken, ändert er sich auch wieder zurück. Aber ansonsten, ihr seht, wirklich schwierig ist der Gegner nicht. Also wenn sich da nichts ändert, sollte das an sich kein Problem sein. Es ist eben nur so eine ewig lange Sache. Das ist halt echt schlimm bei den Endgegnern mittlerweile. Ich hätte theoretisch Verheerer noch ausrüsten sollen, dann hätte ich ja wenigstens den Schockbalken etwas schneller nach oben gekriegt. Aber wir haben ja Zeit. Okay, er kann wohl noch den Photonen stürmen, der uns ein bisschen mehr abzieht. Aber so allgemein hatte ich entweder ein Riesenglück gerade, oder selbst das ist nicht unbedingt so schrecklich. Oh, er wechselt jetzt schon in die Offensivposition. Das macht er schon ohne. Das heißt, ich war wohl einfach, ich war ihm wohl zu langsam. Ja, gut.
Ja, ich finde es ein bisschen langweilig irgendwie, muss ich ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich zugeben. Ich finde es gerade selbst ein bisschen langweilig. Weil es halt echt einfach nur ewig dauert. Ich meine, ich habe jetzt, ich schätze mal, ein Drittel ungefähr. Präzisionslaser ist neu, oder? Hat er das vorhin auch schon gemacht? Ja, aber ansonsten wäre ich mal für Vitra oder Vikra, damit hier mal ein bisschen was passiert. Und ja, ansonsten, mein Gott, hauen wir hier nochmal mit drei Verheerern drauf, zweimal, und dann sollte das auch hinkommen. So. Ist er jetzt nämlich wenigstens schon mal geschockt, dann kann Daniel von mir aus auch heilen und Snow verteidigen, weil dann macht Lightning nämlich schon ordentlich Schaden. Sie hätte natürlich mehr Schaden gemacht, wenn ich meine Kraftfäustlinge noch angelassen hätte. Und oh, sie kann nachsetzen. Das ist ja sehr praktisch. In dem Fall brauche ich keinen Verteidiger und keinen Heiler. In dem Fall bitte auf Vollangriff. Macht das nämlich einiges einfacher. Mensch, warum sagt mir das denn keiner? Stand das im Lösungsbuch? Weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Wenn es im Lösungsbuch stand, ist es mir nicht aufgefallen. Von daher, witzigerweise ist die Offensivposition die Position, die weniger Schaden anrichtet. Finde ich auch ganz witzig. So, Vanille, würdest du bitte? Danke. So, dann kann ich nämlich hier nochmal ein bisschen mehr Schaden anrichten und ich würde sagen, dann haben wir es demnächst schon. Aber immerhin, es gibt für den Kampf am Ende 48.000 Kristallpunkte nochmal. Das ist auch ganz nett. Da können wir noch mal ein bisschen was mit anfangen. Ansonsten, ja, das, hier ist wirklich mehr so ein letzter Stärkungskampf, bevor es dann ernst wird. Thank you.
Ja, und guck mal, da haben wir es doch fast schon. Bei 800.000 steht er jetzt. Ich denke, wenn ich es schaffen sollte, ihn hier... Und da werde ich mich jetzt wohl auch mal ein bisschen anstrengen. Genau, dann schocke ich ihn nämlich nochmal, bevor er seine Position wechseln kann. Und werde dann mit dem Blitzschlag hoffentlich... dafür sorgen, dass es das schon war. Leider trifft Lightning ihn nicht ganz so gut. Manchmal hat sie da ihre Probleme, aber ja, so alles in allem. Wenn ich jetzt, dann gleich, würde ich sagen. So, einmal Schockzerberster mit quasi 100.000. Leider scheint bei 99.999 momentan noch irgendwie eine Obergrenze zu sein. Weil, wenn ich recht informiert bin, gibt es auch... gibt es auch eine Dingsbums, eine Trophäe bzw. ein Erfolg dafür, wenn man einem Gegner mit einem Schlag mehr als 100.000 abzieht. Aber wahrscheinlich ist das erst möglich, nachdem man den Endgegner besiegt hat und die letzte Starium-Erweiterung freigeschaltet hat. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt ihm die letzten 100.000 noch abziehen. Es ist nur noch eine Frage von Minuten, beziehungsweise eventuell Sekunden. Vielleicht kriege ich es ja hin, bevor die 24. Minute hier auf meinem Handy abgelaufen ist. 58.000, ich bin frohen Mutes und werde mit dem Blitzschlag voll auf Angriff gehen. Jetzt oder nie. Kriegen wir es hinter uns. Und da haben wir es doch auch schon geschafft und es war tatsächlich nur noch eine Frage von Sekunden. Insgesamt hat es viel länger gedauert, als die Zeitvorgabe war, aber ja gut. Ist ja letztendlich auch irrelevant, wie lange wir dafür brauchen. Hauptsache, wir hatten keine Probleme damit. Gehen wir nämlich... Ach, Eden ist auch ein Falsi. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre einfach nur der Ort. Ach Gott, ist ja witzig. Okay, na gut, warum nicht? So, und auch diese Dimension ist wieder eine sehr... seltsame. Wir gehen vor zum Speicherpunkt und werden noch einmal ins Kristarium. Ein letztes Mal. So, und werden hier einfach mal noch... die letzten KP einfach noch irgendwo reinhauen. Ich glaube, es gibt hier, gibt es überall 10. Deswegen wähle ich jetzt einfach mal hier den Manipulator aus. Ich habe gerade noch genug Kristallpunkte und die 10 Trefferpunkte nehme ich dann eben noch mit. Schauen wir mal, wie es bei Snow aussieht. Der kriegt hier die Angriffskraft auf jeden Fall noch voll. Ansonsten ist er hier eigentlich ganz gut. Hoppala, oh Gott. Ja. Ansonsten ist er hier eigentlich ganz gut bedient. Gucken wir mal, was seine Brecherrolle so macht. Was kriege ich denn da noch? Ja, hier gibt es noch einen Haufen Trefferpunkte. Einmal noch auf die Angriffskraft und dafür reicht es dann wieder nicht. Deswegen gehe ich da mal nicht hin. Sondern gucke, dass er eventuell... dann lieber doch nochmal... Hm.
Na gut, ich gebe ihm die Angriffskraft, die 30. Und, ups, das war falsch. Und werde bei ihm mal gucken. Hier gibt es auch nochmal 3 und 10. Die nehme ich noch mit. 3 Angriffskraft, 10 Magie, 10 Trefferpunkte. Ist zwar nicht die Welt, zugegeben. Aber was soll's. So, bei ihr gehen wir auf jeden Fall hier auf die Trefferpunkte. Und dann könnte ich hier mit 32 noch 40 Magiepunkte verteilen. Oder ich kann hier, kann ich sehr schön noch Magieenergie sammeln. Und mit weiteren 12.000 bekäme ich hier noch Angriffskraft. Das kriege ich hier für 12 auch Angriffskraft. Hier habe ich 28. Hier habe ich auch 28. Dann wähle ich es einfach mal hier. Dann ist es auch egal. So, und ich würde sagen, damit schauen wir nochmal ganz kurz, ob wir hier überhaupt was zu modifizieren haben. Eine Kristallträne. Wow. Ja, komm, die. Ja, komm, was soll's. Außerdem Kaiserwehr, was macht das denn? Schadenresistenz plus 10. Auch nicht schlecht. Gebe ich das vielleicht Snow? Snow hat ja mittlerweile wirklich extrem viel Trefferpunkte. Der braucht vielleicht den zweiten Goldarmreif nicht. Vielleicht macht es bei ihm tatsächlich mehr Sinn, hier auf Schadensresistenz zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Und ja, speichere, bevor ich dann im nächsten Part zum Endboss mich bewege. Es ist soweit. Jetzt ist die Zeit für den Endkampf gekommen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es genau hier weitergeht mit Final Fantasy 13.